Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. So, jetzt können wir als erstes mal gerade eben das Ganze hier mal etwas glätten. So, da brauchen wir ja eher noch nicht. So. Müssen wir das da lang schieben? So. So. Wo ist denn das da? So. Müssen wir mal schauen, dass wir das hier auch schön glatt kriegen. Alle glätten. Und dann können wir nachher mal ein Ründchen fahren. Ich bin mal gespannt, wie sich die Achterbahn fährt. So, alle glätten. So. Testen. Test starten. Und einsteigen. Oh. Gehen wir mal in einen der hinteren Wagen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geht ganz schön steil nach oben, muss ich sagen. Ah, da oben ist das Ende. Das Ende ist nah. Ja, oder so ähnlich. Wow, schöne Aussicht. Ist nur nicht ganz optimal. Da hat es aber arg viel geglättet, muss ich sagen. Zu viel geglättet. Die dürften ruhig was kurviger sein. Aber in die richtige Richtung. So. Dass das Ganze vom Fahrgefühl her auch besser passt. So. Und hier dann nämlich wieder Schräglage in die Richtung.
während er hier dann Schräglage in die Richtung kriegt. Hoppla. So, einmal dahin. Weil gerade die Schräglagen macht das ja aus in den Kurven. So. Warum schiebt er den nicht? Hallo? So. Gerade die Schräglagen sind ja das Wichtige. So. Dann müssen wir die nachher nochmal fahren. So leid mir das tut. Euch wahrscheinlich nicht. Weil das ist ja auch eins der schönen Sachen an so einem. Genau, und dann da runter. Und dann hier wieder in die Kurve. Hoppala. Was war das? So, da auch noch. Und hier geht das Ganze dann natürlich in die entgegengesetzte Richtung. Dass wir in schöner Schräglage hier durch die Kurve sausen. Sonst macht das ja gar keinen Spaß. So. Wie sieht denn das mit den Kurven hier hinten aus? Ja, die dürfte steiler sein. Na. So sieht's besser aus. Während er hier dann in die Richtung kippt. Hä, was ist das? Ach so, das ist wohl das da der. Okay. So. Okay. Dann testen wir nochmal. Da geht's ganz schön steil und kräftig hoch. Welche Perspektiven haben wir denn hier? Oh. So. Jetzt sehen wir dann mal, ob es besser wird. Leichter Schwenk nach rechts. Passt von der Kurvenlage her auf jeden Fall schon mal deutlich besser.
Doch, das entspricht deutlich mehr meinen Vorstellungen. So, wie sind denn die Tests ausgefallen? Übelkeit 9,4, hoppala. Ja. Das ist viel. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Weg, der da drunter durchführt. Da führen wir unser... Oh, der ist vielleicht ein bisschen breit. Welche Breite hat der denn? Dann machen wir mal 4 Meter. Oder gehen wir auf 8? Gehen wir mal auf 8. So, zählen wir da mal drunter durch. So. Das wäre 1. Jetzt brauchen wir Eingang. Einen Eingang. Dahin. Ausgang, der kann natürlich hier hin. Macht man dorthin. Eingang mit Weg verbinden. Da könnte man Kopfsteinpflasterweg da machen wir lieber, der gefällt mir besser. Was soll der Quatsch? Ich will nicht in die Richtung. Ich will in die andere. Hallo? Ich würde gern... Nein. Was soll das? Was ist, wenn ich jetzt nicht... Genau. Danke. Geht doch. So, machen wir das so. Nein. Ich hätte gerne geschwungene Kurve, also geschwungene, nein, keine scharfen Ecken. Wegstützen, die lassen wir mal weg. Ich konnte doch mal ein gebogenes. Kann ich das nicht mehr? Genau, so hatte ich das. Hatte ich mir das gedacht? Wobei, so sieht das komisch aus, ne? Machen wir da nochmal anders. So.
Machen wir den Eingang da drunter. Jetzt ist der rechte Winkel doof. So. Einmal. Und dann machen wir hier den zweiten Weg. Bunter Pflasterweg. Rustikaler Kiesweg. Ja, Kiesweg geht jetzt natürlich nicht. Probieren wir den mal. 4 Meter. Genau. Kann ich da... Das ist kein 90-Grad-Winkel, das ist doof. Komme ich da bis nach unten? Na. Ja, okay, da haben wir ein paar Stufen am Ende. Da kann ich mit leben. So, dann öffnen wir den doch mal. Ist das hier eigentlich eine Blockbremse? Betrieb, Zuganzahl. Zwei, genau. Perfekt. Ach, jetzt muss ich nochmal testen. Okay. Dann testen wir. Wo ist denn die zweite? Wo ist denn die Blockbremse? Die ist dort. Oh, hoffentlich reicht das. Nein, das reicht natürlich nicht. Was wir nur mal probieren können, ist, dass wir... An der Stelle hier kann nur auf Schienen ohne Schräglage verbaut werden. Schade. Ja, da müssen wir auf einen Zug zurückgehen. So. Test. Achso, Test starten. Dann müssen wir den nochmal testen. So, während der Test läuft, können wir hier schon mal auf dem Stationsraster bauen. Und Wendetore. Holz. Das da, Western. Hallo? So, Rasterhöhe. So. Eingang. Hier müssen wir auch auf halbe Höhe gehen. Schade, warum passen das nicht?
So oder so. Oder so. Machen wir so. Und versetzen den Eingang nochmal. Wenn ich es finde. Fertig. Eingang verschieben. Da haben wir es doch. So, passt. Wege. Cues. Das sieht doof aus. So. Passt. So, da muss ich hin. Hä? Gebäude editieren, das war's doch. Kopieren. So, Raster verkleinern. So, das sieht doch schon sehr viel besser aus. Jetzt machen wir gerade noch die Wand da rein, dass wir auch sehen, dass das passt von der Höhe her. Wenn ich sie denn finde. Naturholzplanken, jawohl, das sind sie. Klong, klong. So. Dann können wir den noch bis nach unten durchziehen. Und dann beenden wir die Folge, glaube ich, auch an der Stelle. So, 2 Meter. Achterbahn können wir gerade noch öffnen. So. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Challenge-Mode wieder mit dabei oder halt übermorgen hier im Sandbox-Mode. Die Benachrichtigung hat keinen Eingang. Ja, das ist klar. Hat alles keinen Eingang. Hoppala. Wo sind wir denn? Hallo? Ich habe mich verlaufen. Da. So. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.